Ja, es ist Freitag, der 28.09.2018. Guten Morgen, Garderul. Guten Morgen hier zu Garda Talks. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben ein paar spannende Geschichten, über die wir einfach mal reden müssen. Und deswegen geht's auch sofort los mit euren Themen und euren Kommentaren. Heute etwas kompakter, da die Freitagsausgabe immer so ein bisschen unter einem anderen Termin leidet. Aber sie soll trotzdem stattfinden, nicht so wie zuletzt, wo die Sachen ausgefallen sind. Dafür nochmal großes, großes Sorry, und es geht auch direkt los mit dem ersten Kommentar. Das ist, ja. Also, Alice im Wunderland schreibt, also, eine Welt ohne Geld. Was wollt ihr? Habe mir gerade das LS-Video dazu nochmal angeschaut. Tja, die Menschen wären auf jeden Fall freundlicher und besser gelaunt. Immerhin wäre man ja dann auf die Hilfe anderer angewiesen. Wenn jeder arbeiten kann, aber nicht muss, dann ist ja die Motivation dahinter eine andere. Man arbeitet dann ja nicht mehr, um Geld zu verdienen, sondern um anderen zu helfen. Auch kann man Gegenleistungen ja nicht mehr einfordern, weil man ja schließlich damit dafür bezahlt, sondern muss um Hilfe bitten. Dem netten Nachbarn, der immer die Tür aufhält, freundlich grüßt und auch schon mal beim Reintragen von schweren Sachen hilft, den unterstützt man auch gerne, wenn er mal einen neuen Teppich verlegen will. Aber dem Stinkstiefel aus dem ersten Stock, der sich über alles und jeden beschwert, aber selbst nie den Flur wischt, der kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Wenn man da faul ist, dann ist man sehr schnell allein. Ja, also so habe ich es überhaupt noch nicht gesehen. Das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt, den der gute Alice hier in den Raum stellt, beziehungsweise dann auch in die Debatte einbringt. Wir hatten darüber geredet, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir eine Welt hätten ohne Geld, ohne Neid, ohne Missgunst. Wie würde das aussehen? Wie würde unsere Gesellschaft dann funktionieren? Und das ist ja ein Bild, eine mögliche Utopie, der wir uns demnächst, ich sag nur Industrie 4.0, Digitalisierung, Automatisierung von Arbeitsplätzen, gegenübersehen. Fachkräftemangel, Mangel von Pflegekräften, das sind ja alles, es findet eine große Verschiebung in unserer Gesellschaft statt hinsichtlich dessen, was wir denn demnächst brauchen an Arbeitskräften und so weiter. Es wird in jedem Fall weniger Arbeit geben. Es wird in jedem Fall so sein, dass wir alle weniger Stunden arbeiten. Sind wir fertig? Es wird in jedem Fall so sein, dass wir weniger verdienen. Die Frage ist nur, was ist, wenn die Lebenskosten dann trotzdem gleich bleiben oder steigen? Oder weil die Firmen anteilig an der zu leistenden Arbeit mehr Leute eigentlich tendenziell aufnehmen, als eigentlich nötig wären und so weiter. Wir haben ja sehr viele Jahre von der Bürodemokratie gelebt, so nenne ich es jetzt mal. Also es war, als wir damals in der Vergangenheit hatten wir auch schon mal so ein bisschen das Problem, dass die Arbeitsplätze knapp wurden und es wurde ja auch sehr viel, auch bewusst von der Politik gesteuert, dann Verwaltungsapparate aufgebaut, Staat wurde aufgebaut und alles Dinge, von denen ich ja nur wirklich kein großer Freund bin. Grundsätzlich nicht bin ich nicht Freund von Dingen, die irgendwie alimentiert oder subventioniert werden. Ich will jetzt auch nicht unbedingt sagen, das regelt der Staat. Da hatten wir in der letzten Folge zum Beispiel das Thema Gesundheitsversorgung. Da sieht man halt, wo das schwierig werden kann. Aber in dem Fall, ja. Und ja, dieses Bild finde ich eigentlich ganz interessant, weil es eigentlich jedem von uns vor Augen führt. Wir würden auch kein Geld verdienen, wenn die Waren, die unsere Firma herstellt, um das jetzt mal auf die heutige Zeit zu übertragen oder auf das mit Geld, wenn keiner die kauft. Dann fliegen wir raus und wir pleite, haben wir keinen Job mehr. Und hier ist die Ware halt dann das Miteinander, das Füreinander Dinge tun. Ich glaube, ich habe in dem LS-Video, wo wir das Thema hatten, als Beispiel gebracht, der Werner will sich ein Brot holen, ja, und dann geht er zum Bäcker und sagt, ach, ich habe mir gestern übrigens deine Videos angeschaut, super klasse, hat mir Spaß gemacht. Und der braucht ein neues Mikrofon und dann sagen die Leute, ey, wir mögen ja deine Videos hier, wir haben dir ein Mikrofon hergestellt, bitteschön. Wobei, heutzutage ist YouTube, da kriegt man das eh so. Aber gut, das ist nur so als Beispiele. Ich glaube, das wird die große Zukunftsfrage mit zunehmendem Wegfallen von Jobs und der Abwanderung von Jobs nach China, wie das in Zukunft das Zusammenleben in unserer Gesellschaft funktionieren wird, wenn wir weiterhin das Problem haben werden, dass die Anzahl der Jobs zunimmt, die Leute, die was verdienen wollen, die Jobs abnehmen, die Leute, die was verdienen wollen und müssen, zunimmt. Raus damit. Ein Punkt, den wir übrigens da neulich angerissen haben mit der Rente. Wie wäre das eigentlich mit der Rente? Wer würde denn die Rente bezahlen? Was würden die Leute, die alten Leute machen? Gibt es dann hinreichend Leute, die sich um Leute mit Rente kümmern und so weiter. Also das, ja.
fände ich mal eine spannende Geschichte. Und es gibt ja so Utopien, ne? Sollten wir uns auf jeden Fall nochmal im Hinterkopf behalten. Ich freue mich auch auf weitere interessante Themen und Anregungen zu dem Themenkomplex. So, dann wird es jetzt mal kurz ernst, denn jetzt müssen wir noch mal ein paar Sachen aufklären. Und ich komme mir gerade vor wie der Herr Lindner, der das auch gerne mal macht, der einfach mal nonchalant komplett Dinge an die Wand redet. Vielleicht will mir das ja auch gelingen. Wir legen los. Bezüglich des Themas USA schreibt der Grindwahl, wir sind ja hier im WoW, ich sag's immer wieder, und Migrantenkriminalität, würde mich interessieren, auf welcher Basis Fakten sich Gardas Behauptung stützt. So, jetzt geht's los. Erstens, jetzt achtet mal auf den folgenden Satz. Stichwort, man lernt zu manipulieren. Und wenn jemand in so einer Manipulationsblase von den ganzen Kens und Kompakts und wie sie alle heißen, gefangen ist und sich diesem Loop immer wieder aussetzt und kriegt dann auch automatisch von Google und Facebook diese Sachen immer geliefert, dann lernt man auch so zu formulieren. Achtung! Passt auf. Wir wissen ja, dass Garda sich leider nicht immer auf Fakten beruft. Dieser Satz alleine ist konstruiert. Wir wissen. Also, dieser Satz lädt euch ein, gemeinsam in eine Community einzusteigen, in der ja bekannt ist, wir wissen. Nicht, es ist anzunehmen, sondern wir wissen. Das ist ein sehr starkes Wort, was in diesem Zusammenhang natürlich bewusst verwendet wird. So arbeiten auch andere Manipulatoren übrigens. Also, ihr wisst das jetzt, dass ich immer nur manipuliere. Merkt euch einfach, dass ich das tue. Weiter geht's. Und teilweise Dinge durcheinander bringt. Richtig, in Spielen zum Beispiel. Mich würde deshalb nicht wundern, wenn es hier auch in diesem Fall, wieder eine sehr bewusst starke Formulierung, auch in diesem Fall, wie in allen anderen auch, ja? Bewusste Wortwahl, manipulativ. Etwas durcheinander schmeißt bzw. falsch aufgenommen hat. Nicht möglicherweise falsch aufgenommen oder vielleicht, ne, sondern falsch aufgenommen. Faktische Formulierung. Vielleicht kann Garda uns deshalb in der nächsten Folge mal genau erklären, wo er diese Zahlen her hat. Kann ich. Die sind an mir vorbeigeflogen bei meiner täglichen Recherche unterschiedlicher Webseiten, also Newsseiten, auch aus anderen Ländern, da man ja in anderen Ländern keinen Grund hat, uns Deutsche rauf oder runter zu jatzen. Ja, und deswegen informiere ich mich natürlich auch global über Dinge, wie sie in Deutschland von auch anderen Ländern beobachtet werden. Da bin ich ja deiner Meinung nach nicht in unserer Staatsmedienblase, richtig? Also habe ich es ja richtig gemacht, oder? Ah nee, da oben steht ja, wir wissen, dass ich mich nicht auf Fakten... Ja, okay. Okay. Ich möchte jetzt weitergehen. Ich werde dann recherchieren und herausfinden, ob er recht hatte. Das heißt, jetzt stellt er sich auf die Stufe, dass er entscheidet, ob ich recht hatte. Genauso funktionieren auch diese Formate in diesen komischen Magazinen, die dann auch vor Bluescreen, die aussehen wie die Tagesschau, wo dann so getan wird, als würde da die reine Wahrheit verkündet. Schön, dass ihr hier seid. Wir erzählen euch jetzt, was die Wahrheit ist und ordnen für euch ein. Ja? So, weiter geht's. Wenn ja, dann klatsche ich Beifall, dann nimm schon mal dein Handy und nimm's auf. Wenn nicht, dann werde ich in den Kommentaren entsprechend erklären, damit die Zuschauer nicht auf Falschbehauptungen reinfallen und so manipuliert werden. Trau niemandem außer dir selbst. Auch ein wichtiger Punkt. Trau niemandem außer dir selbst, es sei denn, du bist so sehr in einer Filterblase drin, dass du gar nicht mehr merkst, dass du nur noch in einer, wie nennt man das, self-fulfilling prophecy sozusagen, herumwaberst und von solchen Inhalten positiv beeinflusst, wie dich in deiner Meinung stärken, weil andere durch die Suchalgorithmen von Google nicht mehr rankommen. Übrigens gab es dazu eine Studie, das ganz kurz noch, bevor ich deinen Post komplett zerfetzen werde, bewusst zu manipuliert, formuliert zu manipulieren. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, und zwar hat es jetzt... Hat es jetzt eine Studie gegeben, nochmal zum Thema, wie Suchmaschinen denn Themen raussuchen. Und es wurde da bestätigt, dass Suchmaschinen tendenziell ein großes Interesse daran haben, dass kritische Themen, Themen, über die viel diskutiert wird, die strittig sind und auch falsche Fakten tendenziell eher hervorheben und dann Leute
liefern, weil die dazu führen, dass die Leute länger auf den Plattformen bleiben, weil sie sich aufregen, weil sie mehr wissen wollen dazu, weil sie es einfach nicht glauben können. Also, so, nur im Internet recherchieren und man meint, er wäre schlau, das funktioniert auf jeden Fall nicht. So auch in diesem Fall, denn interessanterweise gab es in den Kommentaren keine weitere Erklärung in die Anschauung, worauf es hinausläuft. Und deswegen werde ich jetzt mal unter Berufung auf das Zitatrecht aus der New York Times zitieren mit dem folgenden Bild. Die ehrwürdige New York Times hat also hier diese Grafik und da sieht man sehr deutlich die Zunahme der Immigrantenpopulation, eine Zunahme von, die Studie ist von 1980 bis hin zu 2016 um 118%, also eine mehr als Verdoppelung der Migrantenpopulation. Gleichzeitig sehen wir, dass die häufig behauptete Kriminalitätsrate, das ist jetzt nicht das, wo ich im letzten Video drauf eingegangen bin, deswegen wird das der nächste Kommentar von dem Kollegen sein. Siehste, ich hab's doch gesagt. Er kommt jetzt auf einmal mit einem ganz anderen Thema und lenkt ab, weil das, was er im letzten Video gesagt hat, kann er gar nicht belegen. Da seht ihr es wieder. Es war Fakt. Ich wusste es und alle anderen, die schlau waren, wussten es auch. Aber Moment. So, was sehen wir denn hier? Wir sehen doppelt so viele Immigranten, die laut Herrn Trump daran schuld sind, dass die Kriminalität oder die Kriminalitätsraten steigen. Richtig ist, minus 36% Kriminalitätsrate. Das ist aus der New York Times, könnt ihr selber nachgoogeln. Ja, seht ihr die Überschrift, das ist ein sehr interessanter Artikel. Da könnt ihr sogar für die einzelnen Distrikte die ganzen Kriminalitätsstatistiken abrufen. Das hier ist ja so ein Durchschnittswert. Da sieht man halt tendenziell sogar, dass da, wo mehr Immigranten hingekommen sind in den USA, es weniger Kriminalität gibt. Denn, mein lieber Grindwall, es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Die Ausländer, die Migranten kommen, es gibt mehr Kriminalität oder es gibt weniger. Wenn es nicht stimmt, dass es mehr wird, dann wird es sogar weniger. Ja? Das heißt, ich muss eigentlich so lange diese These aufrechterhalten und immer wieder wiederholen, damit es auch ja alle glauben, dass das stimmt. Weil ansonsten irgendwann mal jemand merken könnte, dass der Umkehrschluss bedeutet, oh, wir brauchen ja gar keine Angst haben. Und der Satz von alimentierten Messermädchen stimmt überhaupt nicht. Geh mal weiter. Denn, tja, ich habe von Terror geredet und da muss ich einräumen, meine Zahlen waren nicht ganz korrekt. Ich hatte, glaube ich, gesagt, es gab 67 Terroropfer im 2017 oder welches Jahr das war. 67 Opfer von Terror, also von islamistischem Terror oder sonstiges und über 100.000 durch Waffengewalt. Ich muss mich in der Tat korrigieren, die Zahlen sahen nämlich anders aus. Hier ein Zitat aus, wo habe ich das denn jetzt her? Aus About... Ihr könnt den Text auch so googeln, dann findet ihr Facts Against Science oder irgendwie so heißt die Seite, wo diese Zahlen der Kriminalitätsstatistik in den USA mal ausgewertet werden. Wir sehen hier ganz eindeutig, in Europa gab es 171 Tote durch Terror. Das sind 0,23 Tote pro Millionen. Und jetzt kommen wir zu den Zahlen in den USA. Da hatte ich ja behauptet, dass es 67 Terrortaten waren gegenüber Hunderttausenden oder mehr als 100.000 durch Waffen. Es sind nur 44. Ja, in dieser Studie zumindest. Und jetzt gucken wir uns noch an, was ist denn da die Waffengeschichte in den USA? Weil wir wollen ja bei Fakten bleiben und nicht irgendwas in die Kommentare reinplärren, was nicht stimmt. Haben wir hier. 2015, da sieht man es ja. Hätte ich auch eben schon sehen können. 13.000 in den USA, 40,29 pro Millionen Einwohner. Das heißt, es ist 40 mal wahrscheinlicher oder 175 mal wahrscheinlicher als Amerikaner in den USA durch sowas Opfer zu werden. 175 mal als durch Terroristen in Europa. Das nur mal als so eine Zahl zum Vergleich. Die wirklichen Zahl von Schusswaffen, Linken habe ich jetzt nicht rausgesucht, aber in den USA fehlt mir die Fantasie zu glauben, dass die unter 100.000 liegen, aber selbst dieses Verhältnis spricht, glaube ich, eine klare Sprache. Und weil ich gerade so in Rage bin, ich habe auch in einem letzten Videos behauptet, dass die AfD gerne davon spricht, dass 500.000, 600.000 ausreisepflichtige Messermädchen alimentieren. Übrigens, das in einem
Kausalzusammenhang zu nehmen. Also man sagt nicht, es gibt 500.000, 600.000, ich glaube Alice Weidel spricht immer von 600.000 ausreisepflichtigen Leuten, die ja quasi, und das suggeriert das ja wiederum, alle brutal kriminell sind und so weiter, haben wir gerade hier ein bisschen widerlegt. Und ich habe mir behauptet, das hat mit Zahlen und Fakten nichts zu tun. Das war zum Beispiel ein Punkt, den ich von dir widerlegen wollte. Also habe ich nachgeschaut. Die aktuelle Zahl liegt mir in der Tat nicht vor, aber wir wissen ja, dass von 2017 bis 2018 rund 70.000 abgeschoben wurden. Also 67.000 ist, glaube ich, die Zahl. Und die Zahl der Einwanderer ja dieses Jahr deutlich abgenommen hat. Ja? Nehmen wir nur mal an, es wären nochmal 200.000 jetzt seit der letzten Statistik hinzugekommen. Kann die Zahl der AfD, und das müssten 200.000 sein, die alle nicht hierbleiben dürfen. Alle 100%. Ja? Kann nicht stimmen, denn hier ist die wirkliche Zahl. Zu lesen in einer Antwort des Bundes-Dingsbums, Kriminalstatistik, irgendwas Amtes, auf eine Anfrage, ich glaube von den Linken, gibt es hier diesen Bericht. Und wir sehen hier, im Ausländerzentralregister waren am Stichtag 30. Juni 2017, das war also vor einem Jahr, 226.000 Personen ausreisepflichtig. Frau Weidel spricht davon schon relativ lange und behauptet, dass es 600.000 sind. 159.000 mit einer Duldung, das heißt, die fallen eigentlich schon weg. 66.779 müssten sofort abgeschoben werden. Werden es nicht. Und, Überraschung, ich finde das nicht gut. Ich bin auch ein Freund von sofortiger Abschiebung. Aber ich argumentiere wenigstens mit reellen Zahlen und mache unseren Bürgern in Deutschland nicht mit falschen Fakten Angst. Das sind die Zahlen, schwarz auf weiß. Wenn ihr also das nächste Mal hört, 600.000 und wir müssen alle Angst haben, beides in einem Satz vollkommen falsch. Insofern hat der Grindwahl 100% recht, recherchiert selbst, guckt auf die Fakten und ihr werdet sehr schnell effizient lernen, die AfD und ihre falschen Behauptungen schnell zu enttarnen, nicht mehr auf die Formulierung auf den Leim gehen, denn ihr seid schlauer. Und wenn ihr eine rechtsstaatliche Partei sucht, wir haben im Moment eine interessant gute Justizministerin, aber es gibt noch eine andere Partei, die schon seit vielen Jahren die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland aufrechterhalten hat. Und der kann man auch eine Stimme geben. Der König schenkt euch Gehör. Das hat Spaß gemacht. So, weiter geht's mit dem guten Chris. Und da kommen wir gleich zum traurigeren Thema hier. Das eben war ja erfreulich. Wir konnten wieder zur Aufklärung beitragen. Das hat mich sehr gefreut. Hallo Garderol, da hat sich das frühe Aufstehen heute ja wirklich gelohnt. Sascha war ja fast schon wörtlich gesehen sprachlos über die Unterstützung. Aktuell ist der Abstand auf schon 4 Stimmen angewachsen und das wird echt knapp mit dem ersten Platz. Aber vielleicht werden wir gegen Ende noch ein paar Unschlüssige motiviert. Auf einen hoffentlich letzten vollgestopften Tag. Liebe Grüße. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben verloren. Es fehlten am Ende 9 Stimmen. 9 Stimmen haben gefehlt, denn ihr könnt ja 3 kurz abgeben, also haben 9 Stimmen gefehlt. Ich persönlich finde das sehr, sehr schade und ich mache mir den Vorwurf, nicht noch mehr motiviert zu haben. Das ist der sogenannte Bystander-Effekt, ne? Also man denkt immer, die anderen machen das schon, ich brauche da jetzt nicht mitzumachen, das machen die anderen ja eh schon und genau dann fehlen hinaus die Stimmen. Genauso wie bei der Wahl, die anderen wählen ja eh schon, ja, dann haben wir halt so ein Ergebnis, wie wir es im Moment sehen, will keiner haben und deswegen das. Und die Alice im Wunderland hat es auch schon sehr gut begründet, woran das liegt, denn es ist halt schwierig, gegen eine ganze Schule anzutreten. Da können Eltern noch Oma, Opa, Tanten, Onkel, Freunde, Bekannte mal eben mobilisieren. Das wird eine verdammt klappe Sache werden und ist es leider nicht geworden. Aber ich muss natürlich auflösen. Wie geht's jetzt weiter? Also, die werden sich natürlich jetzt, die haben jetzt ein Preisgeld von 3.000 Euro bekommen, dank eurer Hilfe. Dafür erstmal ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön auch von Sascha. Sie werden sich die Puppe trotzdem kaufen. Ich werde natürlich noch ein paar Mal Bienenstich verkaufen und Streuselkuchen und so, ne, damit sie sich das leisten können. Und ich werde euch da in jedem Fall auf dem Laufenden halten, wie es da weitergeht. Ich persönlich empfinde das so ein bisschen als Niederlage, aber naja, man kann halt nicht alles haben. Hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Mal ein bisschen was anderes. Diesmal vielleicht auch für den anderen etwas Lehrreiches. Es ist halt eben nicht so, dass ich Quatsch erzähle. Sondern es ist mir schon viel wert, dass wir hier bei der Wahrheit bleiben und uns nicht blenden lassen. Guten Tag.